finde ich sehr wesentlich. Wir sind gleichgültig. Ja, es entsteht eine Gleichgültigkeit durch die Dinge. Alles ist gleichgültig. Alles, was wir machen, ist gleichgültig. Und alles, was, allem, was wir begegnen, ist gleich wert. Und das fällt natürlich dann schwer, wenn wir einem Mörder begegnen oder einem Vergewaltiger. Weil wir nicht verstehen, welche Rolle er spielt in dem Gesamten für uns. Weil wir nicht verstehen, dass er uns etwas spiegelt, was in uns ist. Und das sage ich zu fast jedem Klient, weil über Gut und Böse spreche ich sehr gerne. Ich habe keine Ahnung, was ich tun würde, wenn hier mit einem Messer auf dem Hof jemand auf meinen Hund oder auf meine Frau gehen würde und ich hätte auch ein Messer in der Hand. Sollte sich jeder mal selbst die Frage stellen. Oder in so einer Notsituation, wo du genau weißt, ja, man kann natürlich dann sagen, ja, das, dann bist du ja, dann handelst du ja aus einer anderen Motivation heraus, du bist ja dann kein Mörder. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mörder, jeder Vergewaltiger, ja, seinen Grund dafür hat. Nur den will die Gesellschaft nicht hören. Ja, es gibt einen Grund dafür. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass einer anderen Dimension, wir nennen das auch oftmals andere Leben, nur für mich löst sich diese Zeitschiene, die wir psychologisch entwickeln, immer mehr auf. Also sagen wir mal in einer anderen Dimension, nicht in einem vergangenen Leben. Jeder kann wählen, was er will. Ja? Dass wir das alles schon mal waren. Also ganz sicher war ich schon mal vielleicht, oder bin ich jetzt in einer anderen Dimension, der Müllmann, die Putzfrau oder der Mörder, der Vergewaltiger oder was weiß ich. Ja? Weil wir Menschen, so vermute ich, und das kriege ich immer mehr bestätigt, hier sind, um irgendwie Gefühle zu erfahren. Und zwar alle, die da sind. Alle Erfahrungen machen. In dieser Welt, die ja eine physikalisch wissen wir, eine Illusion ist. Die ja nicht so existiert. Das existiert ja hier nicht wirklich. Es gibt diesen Tisch hier nicht. Eine Lichtschwingung. Ne? Und etwas in unserem Bewusstsein, Kopf, Hirn, Auge, alles dieser Wahnsinn, den wir sowieso nie wirklich verstehen werden, vielleicht, macht daraus das, was wir hier kennen. Und dann ist das alles auch noch vernetzt. Also wenn ich einem Mörder gegenüberstehe, sollte ich wissen, dass ich gerade eins mit ihm bin. Also komplette Vernetzung habe mit ihm. Sonst würde er mir gar nicht gegenüberstehen. Ich würde ihm gar nicht begegnen, wenn ich nicht was damit zu tun hätte. Das ist Resonanz. Und das sind Gesetzgebungen. Und da können wir uns nicht mehr gegen wehren, weil sie mittlerweile auch physikalisch bewiesen sind. Wir können uns natürlich gegen wehren. Also viele Menschen haben immer noch einen Verstand, der da massiv mit dem Widerstand ist. Das ist auch in Ordnung. Kann man ja auch behalten. Trotz alledem ist das erstens nicht der Lösungsweg, um irgendwo in Frieden zu kommen, vielleicht sogar miteinander. Und zweitens bringt es diese Person selber nicht aus dem Leid. Du musst dich mal beobachten, wenn du so eine Schlagzeile liest. Wir haben ja im Moment die Zeit der Amok-Leute. Ne? Habe ja gesagt, out of control. Ne? Wir sollen lernen, dass es keine Kontrolle gibt. Ne? Es gibt viel so Amok-Sachen im Moment. Beobachte mal jemanden oder dich selber, wenn du dich mit diesen Pressemeldungen richtig intensiv beschäftigst. Und auch was in Amerika war, das hat ja jetzt die ganze Welt. Natürlich, wenn es in Amerika ist, muss es die ganze Welt mitkriegen. Und zwar ganz intensiv. Und das ist natürlich sowieso das Schlimmste. Wenn sowas hier abläuft, ist es nicht so schlimm. In Amerika ist immer alles schlimmer. Und weil es sind die Guten. Ja? Und wenn das da so abgeht, dann ist die ganze, ich habe hier viele Leute getroffen, die völlig berührt waren, bewegt waren. Und ich konnte wahrnehmen, wie sie komplett im Leid waren dadurch. Mhm. Sie sind völlig verbunden damit. Die leiden. Sie haben gelitten mit den Opfern, sie haben gelitten mit den Tätern. Wir sind vollkommen verbunden. Mhm. Ja? Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre jetzt, das Ganze zu vergeben, zu verzeihen, vielleicht sogar zu segnen. Aber das sind Ansichten, die haben wir in dieser bewertenden Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, einfach oft nicht mehr drauf, haben wir verlernt. Das können wir von vielen Naturvölkern lernen. Also ich habe nicht umsonst viel, viel Ausbildung gemacht, Inka-Schamanismus, Amazonas-Schamanismus, Huna-Schamanismus und so weiter. Also alte Naturvölker, die können uns Wege lehren und zeigen, und das ist für mich enorm wichtig, das zu transportieren in Coachings und in Seminaren, wie wir wieder diese Verbindung finden zu dem, was wir eigentlich sind, nämlich alles. Solange wir uns getrennt erleben, erleben wir uns immer entweder als Opfer, als Retter oder als Täter. Mhm. Immer. Oder wir erleben den anderen als Täter und dann sind wir das Opfer, klar. Ja. Und da kommt einer, der hat geholfen, ist dann der Retter. Und solange wir in diesem Dreieck sind, kann jeder für sich mal prüfen, Täter, Opfer oder Retter. Solange wir da drin gefangen sind und eine Identifikation haben, also die Gefangenschaft ist die Identifikation, solange das da ist, kommen wir niemals auch nur annähernd in die Wahrnehmung dessen, was wir wirklich sind. Wir sind nämlich zumindest mal in der Stufe 1,
derjenige, der das alles beobachten kann. Ich kann jederzeit in mir das Opfer beobachten. Mhm. Wenn meine Lilian den Knopf drückt und ich will mich wehren, dann basiert das auf einer Opferhaltung. Kann ja gar nicht anders sein. Mhm. Ja? Wenn ich bei ihr einen Knopf drücke und sie reagiert drauf, bin ich in der Täterhaltung. Und jetzt wird ganz interessant, ich bin in der Täterhaltung, ja? Gleichzeitig aber in der Opferhaltung, weil ich Arme habe jetzt was verkehrt gemacht wieder. Mhm. Es ist ein ewiges Dreieck. Wir kommen nur raus durch Achtsamkeit, indem wir lernen, dieses Dreieck zu beobachten. Und keinen mehr, der in diesem Dreieck ist, zu verurteilen. Gar keinen mehr. Wie kommt es, wenn wir eigentlich alle eins sind und das vielleicht auch früher mal wussten, dass wir dann so in die Trennung gekommen sind, haben wir es einfach vergessen? Oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wird aus meinem Verstand auch nicht annähernd in der Lage, das zu beantworten. Ich habe so ein Modell, was ich gerne verwende, um es zu erklären, um mal so ein bisschen ein visuelles Bild dafür zu haben. Und das mache ich immer so mit der Hand ganz gerne. Also man kann sich das vorstellen, das bin jetzt ich, das bist du, das ist vielleicht dein Partner, mein Partner und mein Hund. Und wir sehen, dazwischen ist viel Trennung, richtig? Also wir sehen völlig unterschiedlich aus, wir haben alle eine eigene Realität, einen eigenen Kopf, ja? Ist alles anders, okay? Mhm. Aber umso mehr wir nach oben gehen in unser Bewusstsein, ja, auch Beobachter werden, umso mehr merken wir kommen uns immer näher, ja, und wir sind eins. Wir sind alle ein Feld, okay? Einer meiner ersten Yoga-Lehrer, das ist damals eine wunderbare Erfahrung gewesen. Es war ein Mann, der konnte in diesen Samadhi gehen, in diesen Zustand gehen, diesen fast tot. Also, ja. Also die Augen zu und dein Puls läuft fast nicht mehr und Atmung fast nicht mehr. Und ich durfte das miterleben, und weil wir hatten so eine Yoga-Session da am Wochenende in der Schweiz und alle saßen da schon und haben natürlich ganz andächtig gewartet, der große Meister, und der war noch weg. Ja. Und plötzlich macht er die Augen auf, ist da, guckt uns alle an und sagt, jetzt erzähle ich euch, wer ihr seid. Und dann sagte er, stellt euch vor, ja, ich glaube, daher habe ich das mit der Hand, jetzt fällt mir das gerade ein, ich erzähle das erste Mal, ist ja interessant. Stellt euch vor, das ist Gott und ihr seid alle die Strahlen. Und jeder möchte ja jetzt von euch begreifen, wer ist Gott? Und Gott ist so eine große Vielfalt, dass wir so viele verschiedene Strahlen brauchen und Erscheinungen brauchen. Du bist eine Erscheinung, eine göttliche Erscheinung, ein Spiegel dessen, was das Ganze ist. Mhm. Und wer davon getrennt ist, hat ein ziemlich großes Problem. Und das manifestiert sich im Leben gerade in der jetzigen Zeit sehr stark, weil diese Menschen sich getrennt fühlen, Kontrolle verlieren, oft große Symptome haben, beruflich wackelt, privat wackelt und so weiter. Nein, das weiß ja jeder selber. Und die in Resonanz gehen, hier mit so einem Video, wissen das sowieso.